Das ist Joachim. Joachim Nagel ist seit Anfang 2022 Bundesbankpräsident. Aber was macht eigentlich der Präsident der Bundesbank? Als Präsident ist Joachim Nagel auch Teil des Vorstandes der Bundesbank. Der Vorstand kümmert sich darum, dass die Bundesbank mit ihren rund 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ihre Aufgabe, den Wert des Geldes stabil zu halten, wahrnehmen kann. Er repräsentiert die Bundesbank auch nach außen. Im Rat der Europäischen Zentralbank entscheiden seit 1999 die Notenbanken des Eurosystems über die gemeinsame Geldpolitik im Euroraum, um die Währung stabil zu halten. Hier hat Joachim Nagel als Bundesbankpräsident Sitz und Stimme. Von Weisungen der Bundesregierung ist er unabhängig. Seine Expertise bringt Joachim Nagel auch regelmäßig beratend in den Sitzungen des Bundeskabinetts ein. Zum Beispiel zur Verabschiedung des Jahreswirtschaftsberichts und des Bundeshaushaltsentwurfs. Joachim Nagel ist außerdem bei wichtigen Treffen internationaler Gremien dabei. Zum Beispiel bei der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, dem Internationalen Währungsfonds, dem Finanzstabilitätsrat oder der G7-Runde. Hier tauscht er sich mit anderen Mitgliedern über Wirtschafts- und Finanzmarktthemen aus. Joachim Nagel kommuniziert auch mit der Öffentlichkeit. Er spricht mit den Bürgerinnen und Bürgern, diskutiert mit Studierenden, trifft Lehrerinnen und Lehrer und beantwortet Fragen beim Tag der offenen Tür. Außerdem steht er der Presse Rede und Antwort. Noch mehr über den Bundesbankpräsidenten und die Aufgaben der Bundesbank erfahren Sie unter www.bundesbank.de.